Oh, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Expertenmissionen gemacht und jetzt seht ihr schon, wo ich vorstehe, ne? Wir machen zwei Faust mit unseren Fäusten, mit unseren Fingern, meine ich. Und ihr wisst, wofür das V steht. Ja, Parallelquest. Gut, offscreen habe ich nach der vorletzten Aufnahme, der vorvorletzten Aufnahme, wo ich die Zukunft, Part gemacht habe, ja, alle anderen Parallelquests schon mal gemacht, weil alle anderen, die ich schon freigeschaltet hatte danach, sind alles Doppelte aus dem ersten Teil. Ja, zum Beispiel diese, ja, wo man gegen C18 Trunks und Goten kämpfen muss. Oder Namek Berserker, Majin Chaos, das sind alles Missionen, die man im ersten Teil schon spielen konnte. Und ja, die habe ich natürlich dann alle offscreen gemacht, die doppelt waren. Aber wir haben jetzt auf Rang 6 hier ein paar ganz neue Quests, insgesamt 3 Stück und 54, 55, je nachdem, welche ich hier noch freischalte. Meistens sind die, die ich danach freischalte, immer noch doppelte. Und ja, wir gucken mal, was daraus wird. Wir haben hier die Faust der Gerechtigkeit. Ich finde die Beschreibung von dem Teil gut. Der große Zeigermann rettet die Stadt. Einige Freunde sind schon da. Die Faust der Gerechtigkeit soll sie treffen. Ja, gut, ne? Wenn euch übrigens der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und das wird den Kanal auch weiterhelfen. Mein Gott, das ist ja nett von euch. Gut, wir gehen mit uns rein. Ich habe ein paar Charaktere, glaube ich, freigeschaltet aus Screen, die ich noch nicht gezeigt habe. Zum Beispiel hier wäre Kid Trunks, Son Goten. Ich glaube, das war's. Ein paar Charaktere, ein paar alternative Versionen. Majin Vegeta habe ich irgendwie die zweite Version freigeschaltet. Irgendwann mal. Und ja, wir nehmen natürlich Freezer mit, weil den haben wir als Meister gerade. Und ja, dürfte nicht mehr so lange dauern. War schon fast voll, der Balken von denen als Meister. Ja, ausgehen werde ich dann viel mit meinen Meistern hochtrainieren, habe ich so ein Gefühl. Weiß nicht, 10 Meister oder so habe ich jetzt noch offen. Boah. Faust der Gerechtigkeit. Aber ja. Ganzen Männer. Son Goten hat einfach zu viel Spaß. Dann ist Freezer noch dabei. Der muss wahrscheinlich vorher Déjà-vu haben. Also erstmal muss er sich mit der Genio Force rumkämpfen. Und dann kommt Son Goten in so ein Zeugs an, ey. Das, ich stelle mir halt nur gerade so vor. Son Goten hat sich halt doch voll von der Genio Force abgeguckt, ey. Achso, deswegen. Yamcha, komm her, oder du bist gejamschut. Ich habe irgendwie von einem Fan-Manga gehört, in dem irgendwie ein Kind durch einen Unfall irgendwie, glaube ich, stirbt. Und dann irgendwie in den Körper von Yamcha aus Dragon Ball erwacht. Und ja, das Kind kannte irgendwie Yamcha natürlich. Wusste dann, was natürlich alles mit ihm passiert. Und ja, er hat dann irgendwie, weiß ich nicht, voll hart trainiert. Und als die Saiyajins dann zum Beispiel kamen, weiß ich nicht, haben irgendwie alle Cybermans den angegriffen und sind bei dem explodiert. Und am Schuh stand so, als wäre da nichts gewesen, weil er die ganze Zeit trainiert hat. Also das wäre mal, ein geiler Manga, den ich gefunden habe. Weiß jetzt nicht, wie der hieß. Da war ich auch, glaube ich, noch nicht fertig oder irgendwie so was. Bin ich sicher. Ah, Power-Up, jetzt habe ich ausgerüstet. Hier, komm, der ist pink, der Angriff. Der ist pink. Ja, also sagen, jetzt wo ich den einsetze, jetzt treffe ich nichts oder wie. Der packt dann den Boden ab oder so. Fehlt noch eine Version von Krillin. Ich glaube, die H-Version von Krillin gibt es gar nicht hier, oder? Oder warum seid ihr schon beide gleich tot? Ja, das ist eine gute Trefferfähigkeit.
Diese Fähigkeit, mit der man gut trifft. Wow, da war kurz am Lenken. Was? PS4-Schwert kann ich lenken. Konsolenspiele lenken doch nicht. Sehr gut. Gute Combo. Mr. Satan war da gerade noch. Werde ich euch auch ansprechen. Der wird sich aber nicht hier einmischen, oder? Keine Ahnung, über den Manga bin ich irgendwie über Dragon Ball Multiverse gestolpert. Welchen ich auch nur empfehlen kann, ein richtig geiler Manga, wo ein Turnier abgehalten wird von Charakteren aus verschiedenen Universen. Oh, was? Wo bist du denn davon her? Ja, Dragon Ball Multiverse treffen sich Charaktere aus verschiedenen Universen von Dragon Ball. In jedem dieses Universum ist irgendwie was anderes irgendwie passiert. Natürlich nehmen wir die Charaktere aus dem, die wir alle kennen hier, aus der Story, die wir kennen, Teil Son Goku und Co. Und ja, die treffen dann auf Leute oder Charaktere von Universen, wo irgendwie die Events von Dragon Ball Z ein bisschen anders abgelaufen sind. Zum Beispiel aus einem Universum kommt zum Beispiel nur Cell. Und ja, in diesem Universum hat ja Cell die Cell-Spiele gewonnen. Die kämpfen gegen eine vollkommen überpowerte Version von Cell. In einem Universum hat Majin Buu gegen die Hauptcharaktere gewonnen. Man kämpft und ja, die müssen dann irgendwie gegen Super Buu kämpfen. Nachdem er fast irgendwie alles im Universum absorbiert hatte. Dann hat man irgendwie so noch ganz ausgefallene Sachen, wie zum Beispiel aus einem Universum haben sich die Saiyajins zum Beispiel nie mit Freezer verbindet und ja, sind immer noch so, weiß ich nicht, so höhlenmenschartige Krieger, also ohne die Technologie von Freezer und so, und sind dementsprechend voll extrem schwach und so. Irgendwie König Vegeta war irgendwie so dabei unter den Kämpfern, glaube ich. Oder Vegeta war da, ich glaube, das war Vegeta, nur weil sie als König des Saiyajins. Und ja, die waren leider extrem schwach und so wegen der Technologie und all so was, weil die irgendwie nie gefördert werden. Die haben einfach nur sinnlos alles abgestachelt im Universum, so wie ich das verstanden habe. Dann gibt es ein Universum, wo, weiß nicht, wo, wo Vegetto gegen Super Buu gewonnen hat, aber sich nicht hat absorbieren lassen. Also der hat Super Buu auf, ja, ich sag mal, altertümliche Weise erledigt. Das wollte ich nicht sagen, aber egal, wir schon auf normale Weise halt, also ohne sich absorbieren zu lassen, ohne, weiß ich nicht, die Leute irgendwie aus Dings zu befreien und so. Und ja, die Charaktere, die aus diesem Universum kommen, sind so Charaktere wie Vegetto natürlich, der mittlerweile zum dreifachen Super Saiyajin werden kann, oder Bra, welche irgendwie der stärkste Charakter in der ganzen Manga da ist, weil die Tochter von Vegetto und Bulma ist und nicht Vegeta und Bulma und auch mehr so aufs Kämpfen ausgeht. Und ja, die ist extrem verflucht stark in dem Universum. Und ja, wirklich interessanter Manga, kann ich noch weiterempfehlen. Dragon Ball Multiverse gibt es auch in Deutsch sogar. Und ja, ist jetzt natürlich nicht mehr so, weiß ich nicht, aktuell, nachdem was hier in Dragon Ball Super und so was alles passiert ist, aber was. Das kommt mir bekannt vor. Ja, da kommt mir sehr bekannt vor. Warum habe ich denn, was? Ich habe die gemacht und habe die davor, was? Freigeschaltet. Die Mission habe ich, kenne ich aber auch. Ja, die ist eine doppelte, die werde ich ausgehen machen. Die Hölle ist ein Bild, das ist auf jeden Fall eine neue, weil die Level gab es nicht. Und Janemba gab es nicht. Ja, wie gesagt, Dragon Ball Multiverse, könnt ihr mal reinschauen, ist richtig geiler Manga. So verdammt lang schon mittlerweile. Und ja, wie gesagt, ist jetzt nicht mehr so aktuell, nachdem Dragon Ball Super einige Sachen hier geändert hat und so, aber
den neue Universen und also was hier eingeführt hat. Aber ist trotzdem sehr interessant, weil da für Charaktere aufeinandertreffen in dem Turnier. Wird auch irgendwie manchmal immer erklärt in einigen Kapiteln, was in den anderen Universen passiert ist und wie die Charaktere da entstanden sind. Was? Ey, hast du einen Goku? Alter, warum haben die so wenig HP? Vor allem die sich hier in Gogeta. Wäre doch geil. Wäre doch richtig geil, wenn die sich hier in Gogeta verwandeln. Ich weiß nicht, ob es Gogeta als spielbaren Charakter gibt, aber wäre doch richtig gut. Das führt aber, das scheint aber schon so dahin zu führen. Aua. Du bist schon tot. Lass mich nicht mit den ganzen Leuten hier allein. Verwaltet euch bitte nicht in den Fetten sofort. Geil, so wie es aussieht, ist ja Gogeta als spielbarer Charakter, oder? Ja, wer kommt da jetzt? Richtig geil. Von Gogeta würde ich auch mal gern wieder irgendwas sehen. Vegetto ist aber vollkommen in Dragon Ball Super, das war richtig geil. Super Saiyan Blue Vegetto war leider nur ein sehr kurzer Auftritt. Das mit dem Potaras haben sie natürlich auch wieder voll vergeigt hier. Jetzt ist auf einmal die Erklärung, dass nicht Kaioshins irgendwie nur eine Stunde oder so fusioniert bleiben, was vollkommen blöd ist, weil Super Bo gegen Vegetto irgendwie Stunden gekämpft hat. Und die sind immer noch fusioniert geblieben, also ja. Also, Akira Toriyama macht meistens, weiß ich nicht, der macht. Manchmal wundert man sich echt, warum Dragon Ball Z so erfolgreich ist, obwohl sich Akira Toriyama so viele Fehler erlaubt in der Serie. Also, ja, müsst mal irgendwie googeln, wie viele Fehler irgendwie, welche Sachen irgendwie in die Serie eingeflossen sind, die irgendwie gar nicht geplant hatte oder irgendwie voll schief gelaufen sind. Überrascht, lass dich verdammt noch mal treffen. Ist man doch schon so ein bisschen überrascht, warum wir diese Serie irgendwie so geil finden. Alter, hörst du mal, bleibst du mal stehen? Aber egal, es ist Dragon Ball Z, hallo, oder Dragon Ball Super mittlerweile. Ich glaube, viele Leute mögen Dragon Ball Super nicht, aber ich finde die Serie bisher gut. Auf jeden Fall eine sehr viel bessere Fortsetzung als GT. Alter, ich hasse diese Leute, die die ganze Zeit immer wegrennen und dann, sobald ich näher komme, direkt auf mich zugedüst kommen. Das passiert so oft. Die rennen vor mir weg und wenn ich zu denen näher hinkomme, dann düsen die auf mich zu. Und ja, kann dagegen irgendwie nichts machen, weil ich gehe auf die los. Ich rechne nicht damit, dass die auf mich zulüsen. Sondern wo ist Zell irgendwie? Das ist irgendwie ganz gemacht bisher. Ja. Perfekt, so. Das ist gut, dass Gogeta hier weiß. Ich habe früher immer so gerne, weiß nicht, Gogeta gegen Vegetto kämpfen lassen. Den weiß ich nicht. In Urukai war das Raging Blast, nämlich Raging Blast Tenkaichi, meine ich. Raging Blast hatte ich nicht so viel Spaß wie mit den anderen Spielen, weil man die Steuerung voll geändert haben seit Tenkaichi. Wenn Tenkaichi irgendwie eine vollkommen andere Steuerung eingepackt und dann kommen sie zu Raging Blast und tun die Steuerung noch mal voll umändern, nur um die ganzen Leute, die vorher Tenkaichi gespielt haben, voll abzufacken. Jetzt kommt noch Janemba.
Entschuldigung, Super Jet nehmen. Lass mich mal kurz aufladen, danke. Wir machen mal den hier. Super Saiyan 3 gegen John Ember. Richtig gehört, ne? Ja, Baby. Ja, Baby, habe ich gesagt. Oh! Merkt, bin ich so ein höheren Schadensunterschied. Alter. Ja, pff. Hi, Gogeta. Was mich übrigens immer noch stört, was die in dem Spiel immer noch nicht eingeführt haben, ist, dass man nicht mehrere Charaktere in einen Spielstand irgendwie erstellen kann. Aber wäre doch geil, wenn du irgendwie, weil nicht, zwei Dingens hier gegeneinander kämpfen lassen könntest. Zwei selbst erstellte Charaktere. Das hätte ich doch mal gerne. Kann sich irgendwie ein zweiter Spieler irgendwie so da hinsetzen. Auch einen Charakter erstellen. Welcher auf dem gleichen Charakter ist, auf dem gleichen Level wie der Charakter, den man in der Story gespielt hat. Da kann man, weiß ich nicht, sich zwei Saiyajins oder irgendwie sowas herstellen. Das wäre doch geil. Warum haben sie das nicht eingeführt mittlerweile? Dann müssen sie in Xenoverse 3 einführen. Weil er will das Spiel doch tausendmal besser machen nochmal. Weil es online. Dabei ist alles irgendwie online. Wenn man versucht mit den Kollegen Halo 5 oder weiß ich nicht, welches war nochmal. Halo 4 war das schon zu spielen auf der Xbox One. Aber da kannst du nur Online-Koop machen, was richtig verblödet ist, weil Halo irgendwie darauf ausgelegt ist, irgendwie einen Split-Screen-Modus zu haben. War nein, neues Spiel, neue Grafik, bessere Grafik, neue Konsole, und natürlich Dingens, weniger Optionen. Wie gesagt, hat diese Dingens hier, diese Politik vertrete ich schon so oft und so lange, weil ich weiß, dass das so ist. Na, Gogeta, bist du hier? Oh, hallo. Hier ist extra ein neuer Charakter, okay. Ich weiß mal, sie hat keine Verwandlung, keine Like-Attacke. Was Videl mit Zöpfen? Mir ist übrigens aufgefallen, Videl, also mein Charakter hat die Frisur von Videl. Mir auch noch nie aufgefallen. Habe ich das schon mal gesagt. So, Janemba, Super Schurke. Warum müssen sie ausgerechnet so eine Version noch mal einführen? Und dann mal Gogeta. Oh, mit heiligen Schein. Okay. Man, die erste Version ist ohne heiligen Schein. Oh, Goku Black. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob Freezer jetzt hier schon Dings hat. Sind die Balken voll. Ich glaube schon, ne? Aber wir schaffen sowieso noch diese Mission, habe ich das Gefühl. Okay. Schön. Finde ich gut, so alle Charaktere freizuschalten. Hallo? Na? Warum stehe ich so komisch da? Ich muss gegen das kämpfen, ob es... Autsch, au! Au! Aber wir haben schon wieder diese epische Musik. Wenn mich voll irgendwie so ein Dragon Ball Final baut. War Ultimate Battle 22, weiß nicht. Genau so geile Musik. Ich weiß nicht, die Musik von Super Saiyan 4 Son Goku. Und der macht mich vollkommen fertig. Voll der Chor irgendwie von Super Saiyan 4. Son Goku. Und du kannst mal aufhören, mich hier voll zu vermöbeln. Ich muss meinen Power-Up jetzt.
Ja, ich kann nicht machen. Was? Ne, Zeit zurückgedreht. Da ist ja nie Oberhand gewinnt. Die machen uns ja voll fertig gerade. Hat leid. Alter, bevor gecheatet wurde, du hast die Zeit zurückgeredet, oder? Ich hab's genau gesehen. Hey, meine AP müssen sich aber auch auffüllen, oder? Willst du mich verarschen? Wiss, na warte. Aber ja, hör auf mit dem Scheiß. Ja, der hat doch die Zeit zurückgedreht, oder? Da müsste ich doch eigentlich auch die AP hier gleich haben. Ey. Mein Gott, ich krieg hier voll die Rückblenden von Tales of Xillia 2. Oder Xillia 2, oh mein Gott. Ich hab 200 Parts das Spiel so genannt, also nimm ich jetzt auch weiter so. Und Kronos auch immer den Kampf zurück zum Anfang teleportiert hat. Was gut war eigentlich, weil die Musik hat dann immer wieder neu angefangen. Ich glaube, so ein geiler Chor schon wieder war. Ich glaube, ich habe wohl was für Chore. Also man muss auch. Warum? Was? Warum habe ich dadurch Dings verloren? Ich war nichts mit Zeit zurückspult. Oh nein, Son Goku ist platt. Oh, Yoshi, was? Yoshi? Yoshi. Ich will echt mal wissen, wie stark Biss ist. Er ist ja laut Akira Toriyama der bisher stärkste Dragon Ball Charakter aller Zeiten. Und stimmt gar nicht. Jetzt ist ja dieser Omni-König auch aufgetaucht. Boah, warum muss das so ein blödes Mistviech sein? Warum muss das so ein kleiner Zwerg sein, irgendwie, den natürlich voll überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Ich hasse es, wenn Akira Toriyama irgendwie so ein Mist immer baut. Ich kann es doch nie ernst nehmen, ey. Was? Vielleicht müsste Son Goku überleben oder irgendwie so was, um die ultimative Dingens hier freizuschalten, oder? Wenn man nicht vorstellt hat, oh, okay, es geht doch weiter. Ich muss mich mal kurz heilen. Jetzt red er durch. Ich habe mich auf Vegetto Blue irgendwie eine Chance gehabt hätte gegen Bills. Ich glaube schon, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Alter, warum wird dadurch meine Dings zerstört hier? Mein Bild hat ja irgendwie 70% seiner Kraft eingesetzt gegen Super Saiyan Gott, Super Saiyan Gott Son Goku in dem Film. Und ja, Vegetto Super Saiyan Gott Super Saiyan Modus. Wird bestimmt, weiß nicht, der wird bestimmt nicht nur doppelt so stark sein wie Son Goku, der wird bestimmt so 10-mal stärker gewesen sein als Super Saiyan Gott Son Goku. Also ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Vegetto eine richtig gute Chance gegen Bills gehabt hätte. Vor allem, die haben jetzt voll den guten Grund, den immer und immer wieder zurückzubringen, weil die Putas, die halten jetzt nur noch eine Stunde. Also ja, können sie ja so oft fusionieren, wie sie wollen. Das macht doch gar keinen Unterschied jetzt mehr zu den Fusionstanz. Also voll bescheuert. Man hat hier Toriyama. Was soll ich machen? Jetzt mich
Oh. Ja, stell dich nicht so an, so in den letzten paar Schritten, ja. Alter. Alter, du bist schon so gut wie tot, ne? Ja, du musst mir nur so auf den Nerven gehen. Boah, willst du mich jetzt verarschen oder was? Boah, leck mich auch auf damit. Boah, ey. Er hat doch nichts mehr. Ich muss das denn jetzt schon wieder sein? Gut gemacht, Freezer. Boah, ich krieg die Krise, ey. So kurz vom Level ab. Son Gokus Brücke als Super Saiyan. Wie habe ich hier Z erreicht, ey? Habe ich voll beschissen angestellt. Aber ich natürlich wieder offscreen jetzt ein paar Parallelquests machen, die schon im ersten Teil vorkamen. Pilze impulsive. Das ist stark, nicht anstimme Gegner und zwar schnell. Okay. Majin Bankett, das kommt mir zum Beispiel sehr bekannt vor. Ich guck mal, ob das eine Mission vom ersten Teil war. Das ist auf jeden Fall nicht eine Mission aus dem ersten Teil, glaube ich. Das hier war eine Mission aus dem ersten Teil, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, weil es gab auch eine Superseele, die heißt so. Und ja, lass mal gucken, ob ich Dingens freigeschaltet. Super Saiyan Gott. Weil nicht Super Saiyan Gott Son Goku. Irgendjemand hat mal irgendwie so rausgepickt, warum die hat nicht einfach Saiyajin Gott nennen anstatt Super Saiyajin Gott. Dann kämen sie, dann hätten sie diese Namensgebung am Ende nicht mehr so vermasselt. Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin. Dann wäre die rote Form, wir haben den übrigens nicht freigeschaltet anscheinend, dann wäre die rote Form der Saiyajin Gott und die blaue Form wäre Super Saiyajin Gott. Da würde ein bisschen mehr Sinn machen. Jetzt haben wir Super Saiyajin Gott und jetzt haben wir Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin. Weißt du, wenn es doch eine Form gibt, weil nicht grüne Haare oder so, boah, das wäre geil. Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin. Oder was? Boah. Ja, wie gesagt, ich werde ein paar Quests hier offscreen machen. Wenn die doppelt sind aus dem ersten Teil. Und dann würde ich sagen, ich lege mich mal hier hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.